Hallo, heute ist der 13. September. Ich bin Marco Fatke. Ich bin der Erfinder und Entwickler der Greenfield-Schuheinlagen und ich bin auch der Haupttester dieser Einlegesohlen. Ich rede von den Greenfield Maximum Support Schuheinlagen, die wir jetzt seit einem Jahr circa auf dem Markt haben. Wir haben diese bis jetzt sehr erfolgreich verkauft und wir wollen die Qualität natürlich weiterhin sichern und hochhalten. Zu diesem Zweck machen wir natürlich viele, viele Tests, Kundenbefragungen. Also falls wir Sie mal fragen, wie gut kommen Sie mit dem Maximum Support zurecht, würde ich Sie einfach bitten, uns ein paar Zeilen zurückzuschreiben. Das können Sie auch gerne veröffentlichen. Das ist uns lieb und teuer. Deswegen begrüßen wir das sehr gerne und wir freuen uns über jegliches Feedback. Natürlich sind wir auch an einem Langzeittest dran. Ich bin einer der Probanden, die diese Sohle wirklich seit langer, langer Zeit tragen. Da ich sie auch entwickle, muss ich noch wissen, ob das auch funktioniert. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich mache einen 1000-Kilometer-Test. Und diese 1000 Kilometer habe ich eigentlich schon durch. Ich laufe jeden Tag mit meiner Sohle in verschiedenen Schuhen, in die Arbeit, hin und zurück. Ich gehe viel wandern, ich wechsle diese Sohle praktisch in Wanderschuhe herein. Ich mache auch Laufsport, gehe radeln damit und alles immer mit der gleichen Sohle. Ich wechsle sie durch, das mache ich jetzt seit knapp 9 Monaten. Gehöre zur ersten Gruppe, die damit gestartet ist in diesem Test. Und jetzt habe ich am Wochenende einen längeren Marsch vor mir, der mich in 24 Stunden 100 Kilometer weit bringen soll. Und dieser abschließende Test soll, wie gesagt, für meinen Langzeittest und für mein Feedback zu der Sohle jetzt der Abschluss sein. Hierzu werde ich einfach die Sohle dann euch präsentieren. Wie sieht sie jetzt danach aus? Ich habe die jetzt mal kurz gereinigt. Das ist meine Sohle, wie ich sie jetzt, wie gesagt, seit 9 Monaten unaufhörlich in meinen Schuhen trage. Wir haben immer noch eine sehr schöne Rücksteckkraft. Das heißt, das Material kommt tatsächlich immer noch zurück. Das wird es auch noch nach dem abschließenden Test tun. Man sieht natürlich meinen Fuß mittlerweile als Abdruck darauf. Wie gesagt, die Sohle kann man auch reinigen. Also wenn sie mal verschmutzt ist, wie gesagt, einfach mal durchwaschen oder mit einem Feuchttuch abreiben, dann ist sie wieder sauber. Ansonsten werde ich ein abschließendes Fazit schlussendlich kundtun, wenn ich diese 100 Kilometer Megamarsch dieses Wochenende in Stuttgart absolviert habe. Dann erfahrt ihr auch, ob ich es geschafft habe. Und dann schaue ich mal, ob ich ein Video machen kann, um euch das zu präsentieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Maximum Support und bis bald.